Entschuldigung, Miss. Sorry, ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich suche einen jungen Mann. 3-Tage-Bart, blonde Haare. Sein Name ist James. Hier kam vorhin einer vorbei, ja, aber was ist das eigentlich für ein Helm? Ja, also eigentlich habe ich einen viel cooleren Helm, aber dieser James hat ihn mir gestohlen, darum ich habe seine Jacke gemopst. Ganz schön kindisch. Sind Sie verwandt oder irgendwie sowas? Nee, ach Quatsch, das geht schon seit 23 Jahren zwischen uns so. Alles gut, wir sind quasi alte Freunde. Okay, naja, jedenfalls, der ist da lang. Supi, vielen Dank, ciao! Vor ungefähr 15 Jahren besuchte ich meinen Kumpel Freddy von Talkabout TV. Als ich seine Wohnung betrat, spielte er gerade Silent Hill 2 und war an der Stelle, wo man im Innenhof des Toluca Prison zum Podest in der Mitte gehen musste. Es war stockfinster, man konnte keine 2 Meter weit schauen und alles, was man hörte, waren James' Schritte und dieses Geräusch, als würde sich unter unseren Füßen irgendetwas durch den Boden graben. Freddy fragte mich, ob ich Lust hätte, mit ihm weiterzuspielen, und ich lehnte dankend ab, da ich einfach viel zu viel Schiss hatte. Bis heute bereue ich diese Entscheidung, denn dadurch lernte ich Silent Hill 2 erst viele, viele Jahre später kennen. Damals konnte ich wohl kaum ahnen, dass dieses Spiel eines meiner absoluten Lieblingsspiele wird und einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen einnimmt. Jetzt, viele weitere Jahre später, wurde James' Reise durch die vernebelte Kleinstadt neu aufgelegt. Ob die Neuauflage mit dem Original mithalten kann oder vielleicht sogar übertrifft, das erfahrt ihr jetzt. Eine Sache vorweg, ich war nach dem ersten Walkthrough so fertig und aufgewühlt, dass ich erstmal ein New Game Plus mit Hundemaske und Kettensäge starten musste, um nicht mit einem allzu schlechten Gefühl ins Bett zu gehen. Aber naja, kommen wir mal zur Story. Im Großen und Ganzen entspricht die Geschichte des Remakes der des Originals. Den Figuren, deren Motivation und Geschichte sowie dem groben Ablauf der Ereignisse ist Bloober Team treu geblieben. James Sunderland, unser Protagonist, erhält einen Brief seiner verstorbenen Frau Mary, die ihn bittet, nach Silent Hill zu kommen. Je mehr James im vernebelten Kleinstädtchen erlebt, desto mehr wird ihm klar, dass irgendetwas nicht stimmt. Er trifft eine Handvoll weiterer Charaktere wie Angela, die nach ihrer Mutter sucht, Eddie, der immer wieder in gewalttätigen Situationen erwischt wird, aber stets seine Unschuld beteuert, Laura, ein kleines Mädchen, das behauptet, James Frau zu kennen, und die mysteriöse Maria, die James verstorbener Frau erschreckend ähnlich sieht. Jede Figur spielt eine wichtige Rolle und symbolisiert gleichzeitig etwas, genauso wie die Monster, mit denen sich James auf seiner Reise konfrontiert sieht. Wenn ihr genauere Infos dazu haben möchtet, dann empfehle ich euch meine Silent Hill 2 Retrospektive. Den Link dazu packe ich euch einmal unten in die Videobeschreibung. Wie gesagt, der grobe Ablauf entspricht dem des Originals von 2001, jedoch hat Bloober einige Level erweitert und das Spiel somit auf die doppelte Länge gestreckt. Ob das immer so gut ist, darauf gehe ich gleich nochmal genauer ein. Auch wenn sonst vieles neu ist, bleiben die Kernelemente des Spiels dem OG treu. Wir reisen, rätseln und kämpfen uns mit James durch eine albtraumhafte Welt, in der Ressourcen knapp bemessen sind. Die Perspektive ist, gemäß dem heutigen Standard, über der Schulter, was uns die Welt von Silent Hill noch genauer betrachten lässt. Hier hätte ich es schön gefunden, wenn es so eine Art Zoom oder Fokus gegeben hätte, denn durch die neue Perspektive und den unendlich vielen Details gibt es so viel zu entdecken und auf vieles hätte ich gerne einen noch genaueren Blick geworfen. Das Kampfsystem ist wie unser Waffenarsenal recht überschaulich. Mit L2 und R2 können wir zielen und schießen, und wenn wir nur R2 drücken, führt James einen Nahkampfangriff durch. Rückt uns ein Monster zu sehr auf die Pelle, können wir ausweichen. Hier dauert es teilweise etwas, bis man das perfekte Timing für die unterschiedlichen Gegnertypen raus hat. Das Öffnen der Karte pausiert das Spiel leider nicht mehr. Das ist einerseits realistischer, aber besonders in hektischen Situationen wäre es schön gewesen, seinen Weg besser planen zu können, bevor man sich wieder in die Hektik schmeißt. Auch das Einschmeißen lebensrettender Medizin findet in Echtzeit statt, indem ihr Dreieck antippt für ein kleines Medikit und gedrückt haltet für eine große Heilung. Die übrigens alles andere als vertrauenswürdig wirkte, besonders weil Silent Hill eine ziemlich krasse Drogenhistory hinter sich hat. Die Exploration macht besonders in der Stadt an sich richtig viel Laune und ich würde euch empfehlen, jeden Quadratmeter genau abzusuchen, um euer Equipment aufzustocken und um das ein oder andere Secret zu entdecken. Und apropos Secrets, die, ich nenne sie mal Echos der Vergangenheit, unterstreichen nochmal, wie gut sich Bloober Team mit dem Originalstoff auskennt.
Jedes Mal, wenn der Bildschirm kurz flimmert und man dieses sphärische Sample hört, zaubert mir das ein Lächeln ins Gesicht. Was auch wichtig zu erwähnen ist, die Strukturen der Level wurden komplett überarbeitet. Wenn ihr also vertraut seid mit den originalen Architekturen, müsst ihr hier an vielen Stellen nochmal komplett umdenken. Mir ist zwischendurch aufgefallen, wie genial die Architektur der Level und die Abläufe der Handlung Hand in Hand gehen. Durch die Shortcuts, die ihr nach und nach freischaltet, wirken die Wege, die ihr geht, immer sinnvoll, ohne dabei zu schlauchig zu wirken. Vielleicht betrachte ich das nach weiteren Walkthroughs anders, aber jetzt nach dem ersten Mal waren mir einige Abschnitte tatsächlich etwas zu langwierig und teilweise wirken die Checkpoints etwas unglücklich gewählt. Es gab oft die Situation, wo ich dachte, okay, zum Glück ist dieser Abschnitt gleich vorbei, weil diese permanente Anspannung durch die hohe Gegneranzahl, der Ressourcenknappheit, den Jumpscares und der bedrohlichen Klangkulisse irgendwann unerträglich wurden und ich sogar Herzrasen bekam. Und dann eröffnete sich noch ein riesiger unentdeckter Abschnitt und noch einer und dann kracht man wieder durch den Boden und dann wird man nochmal vom Pyramid Head gejagt. Versteht mich nicht falsch, wie gesagt, ich liebe Silent Hill 2 und eigentlich könnte man ja meinen, je mehr man davon bekommt, desto besser, aber hier stimmte teilweise die Taktung überhaupt nicht. Zumindest ist das meine Wahrnehmung nach dem ersten Durchgang. Ich hatte besonders im Brookhaven Hospital und Toluca Prison das Gefühl, dass versucht wurde, immer wieder einen oben drauf zu setzen, was mir irgendwann einfach nur noch too much war. Noch eine Sache, die mich hin und wieder etwas rausgerissen hat, waren Situationen, die mir für einen düsteren und ernsten Titel wie Silent Hill 2 etwas zu gamey rüberkamen. Beispielsweise erzwungene Belagerungs- und Fluchtszenen oder wenn wir uns an übermächtigen Monstern vorbeischleichen müssen. Das ist jetzt nicht so dramatisch, wie es vielleicht klingt, aber beim Spielen fühlte sich das irgendwie ein bisschen merkwürdig an. Die Rätsel, bei denen sich der Schwierigkeitsgrad genau wie beim Kampf einstellen lässt, haben es teilweise echt in sich und fordern einiges an Hirnschmalz ab. Es ist nicht auf dem Silent Hill 1 Piano-Rätsel-Level, aber ihr werdet das ein oder andere Mal etwas brauchen, um auf die Lösung zu kommen. Grafisch ist Silent Hill 2 insgesamt top. Besonders die Spielwelt ist vermutlich die schönste Version von Silent Hill, die wir jemals zu Gesicht bekommen haben. Einige Charaktermodelle hingegen wirken etwas seltsam proportioniert und ich meine damit nicht die Idioten, die im Vorfeld behauptet haben, Angela ist zu fett. In welcher Welt ist das bitte fett? Ich meine besonders die Gesichter. Ich kann nicht genau benennen, was es ist, aber wenn ich mir beispielsweise die Charaktermodelle von Resident Evil 4 Remake anschaue, habe ich den Eindruck, es mit echten Menschen zu tun zu haben. Bei Silent Hill 2 Remake hingegen wirkt das irgendwie ein bisschen off. Nichtsdestotrotz ist das Redesign an sich super, auch wenn mich James immer noch an George Sobert aus Baphomets Fluch erinnert. Angela wirkt jünger, James wird gebrochener und Eddie steht der Wahnsinn wortwörtlich ins Gesicht geschrieben. Silent Hill 2 ist eine Geschichte, in der es ganz stark um fein nuancierte Emotionen geht. Dank der modernen Technik im Bereich Motion Capture und Gesichtsanimation zaubert uns Bloober dies auf dem Bildschirm. Beispielsweise erkennt man sofort, wenn James verwirrt ist oder zweifelt. Und wo wir gerade dabei sind, es gibt einige zusätzliche Szenen, die den Charakteren mehr Tiefe geben und besonders die Beziehung zwischen Maria und James profitiert von dieser Neuerung. Hier und da bin ich mit einigen Designentscheidungen aber auch unzufrieden. Denke ich an Silent Hill 2, habe ich vor meinem inneren Auge direkt die Farben Grau, Braun und Schwarz. Im Remake gibt es aber auch Spots, die irgendwie zu shiny, zu satt, zu künstlich und einfach unpassend wirken, besonders wenn es in die Otherworld geht. Darüber hinaus hatte ich oft das Gefühl, dass die Darstellung von James Otherworld eher den Designs aus Silent Hill 1, Homecoming und den Filmen ähnelt. Natürlich ist die andere Seite auch in Silent Hill 2 original, neben weißen Tüchern von Metall, Rost und Blut geprägt, aber vom Umfang her war mir das hier ein bisschen zu viel. Auch die Monster gefallen mir im Original deutlich besser. Von den Standardgegnern gibt es im Remake jeweils zwei Versionen. Die eher hellen Versionen, die auch in der Fogworld auftauchen und die, ich nenne sie mal Tempo-Version, weil sie so aussehen, als hätten sie überall Tempotaschentücher kleben. Diese Versionen entsprechen eher der Otherworld-Optik. Sie sind in Blut und schwarzer Flüssigkeit getränkt und verfügen über veränderte Angriffsmuster. Am Ende ist es auch einfach reine Geschmackssache, aber wie gesagt, ich bevorzuge eher die originalen Designs. Die Musik ist größtenteils gut umgesetzt, kaum verwunderlich, denn der Originalkomposer Akira Yamaoka hatte mal wieder seine Finger im Spiel. Es gibt aber auch Stücke, die im Kontrast zum Original schwächer wirken.
Gerade beim Thema Musik ist das aber auch immer so eine Sache. Ich denke, man kann sich viel eher an optische Veränderungen gewöhnen, als an die Veränderungen in der Musik, da Musik immer ein emotionaler Anker ist und sich sehr, sehr stark ins Hirn und Herz einbrennt. Es wäre verdammt cool, wenn Bluebar die Möglichkeit nachpatcht, die Originalmusik statt der neuen Soundtracks auswählen zu können, ähnlich wie es auch damals beim Resident Evil 2 Remake war. Übrigens, ihr könnt alles, und ich meine wirklich alles, so einstellen, wie es euch beliebt. Ihr könnt zum Beispiel die UI-Overlays komplett deaktivieren, was ich euch dringend empfehlen würde, wenn ihr eine möglichst originalgetreue Experience haben wollt. Ich habe beispielsweise den 90s-Filter für mich entdeckt, der alle Farben entsättigt und ein Rauschen über das Bild legt. Tobt euch mal in den Settings aus und schreibt mir mal, was ihr so präferiert. Übrigens, das Material, was ihr gerade seht, entspringt der Steam Deck-Version. Ja, das ist nicht unbedingt die schönste Art, dieses Game zu erfahren, aber ich habe mich dazu entschieden, mir das Spiel zunächst für Valve's Handheld zu besorgen. Mittlerweile habe ich aber auch die PS5-Version, welche ich natürlich auch für euch streamen werde. Für die Kunis muss natürlich alles top-notch sein. Hier und da ruckelt das Spiel zwischendurch, das fällt meiner Meinung nach aber nicht allzu schwer ins Gewicht und ist gewiss kein Dealbreaker. Ich denke, das kommt durch das Laden der neuen Bereiche zustande, aber es kommt auch wirklich nur alle Jubeljahre mal vor. Kommen wir zum Fazit. Wenn ich ganz ehrlich bin und mich für eine Version entscheiden müsste, sprich das Original von 2001 oder das Remake von 2024, würde ich das Original vorziehen, einfach weil es insgesamt die kompaktere Erfahrung ist. Weil es die gesamte Atmosphäre, Dramatik und Verschrobenheit eine Spur besser einfängt und auch designtechnisch bessere Entscheidungen trifft. Was ich beim Zweier-Original immer so genial fand, war das Verhältnis zwischen Anspannung und Entspannung. In den Hauptabschnitten kämpft sich James immer weiter in die Dunkelheit vor. Es wird immer düsterer, schmutziger, gruseliger und hoffnungsloser, bis man einen albtraumhaften Abschnitt abgeschlossen hat, wieder rauskommt und durch den hellen Nebel wartet. Diese entspannten Passagen, ich weiß, wie weird das klingt, aber Silent Hill Fans wissen, was ich meine, entfallen hier teilweise. Die Passage in Brookhaven hat sich meiner Meinung nach zum Beispiel sehr gezogen und alles, woran ich denken konnte, war, zieh das jetzt hier durch, gleich bist du wieder draußen, im Tageslicht kannst du dann erstmal durchatmen und ein bisschen durch die Stadt latschen und dann Fehlanzeige. Auf den Straßen ist es dunkel, es regnet, du siehst einen Scheiß und alle 2 Meter springt dir ein Vieh in die Fresse. Nach der Anspannung kam also noch mehr Anspannung. Das klingt vielleicht etwas kleinlich, aber ich war nach der Fluchtszene mit Maria echt fertig mit der Welt und wollte einfach nur mal kurz verschnaufen, so wie es auch im OG war. Der Aufzug öffnet sich, die melancholische Pianomusik startet und wir treten wieder ins Helle. Für mich hatte das immer den Effekt, dass in den Tiefen des Brookhaven Hospitals etwas sehr Traumatisches passiert ist und sobald man an die Oberfläche zurückkehrt, ist scheinbar alles wieder beim Alten. Man steht mit seinem Trauma alleine da. Innerlich fällt alles auseinander, aber die Welt da draußen macht weiter, als wäre nichts passiert. Meiner Meinung nach sollte Silent Hill 2 Remake nicht wie irgendein neues Random-Spiel bewertet werden. Zumindest kann ich das nicht, weil ich dafür viel zu voreingenommen bin. Das Original ist für viele Menschen, inklusive mir, das Survival-Horror-Game schlechthin. Dürfte ich für den Rest meines Lebens nur noch ein Survival-Horror-Game spielen, würde ich ohne mit der Wimper zu zucken Silent Hill 2 nehmen. Fans hatten über 20 Jahre Zeit, dieses Spiel auf sich wirken zu lassen, die Musik zu verinnerlichen, Theorien und Interpretationen zu spinnen und so weiter und so fort. Die Fallhöhe für Bluebar Team, gemessen daran, wie sehr den Fans Silent Hill 2 am Herz liegt, war unverschämt hoch. Und trotz dieser Hürde haben sie es geschafft, eine sehr starke, auf eigenen Beinen stehende Neuauflage zu schaffen, die mit jedem Pixel und jedem Polygon dem Original huldigt. Keine Passage wirkt irgendwie cheesy, gerusht oder kompromittiert. Und besonders in Anbetracht dessen, dass Bluebar Team eine Menge Kritik im Vorfeld einstecken musste, kann ich nicht anders, als meinen metaphorischen Hut zu ziehen und einfach nur Danke zu sagen. Danke, dass ihr Silent Hill neues Leben eingehaucht habt. Danke, dass ihr dem Original mit einem Höchstmaß an Respekt gegenübergetreten seid. Und danke, dass ihr dieses einzigartige Stück Videospielgeschichte für eine neue Generation zugänglich macht. Es gibt so viele Details, für die ich Bluebar am liebsten knutschen würde. Die Decke, die auf James' Rückbank im Wagen liegt. Wenn ihr Bescheid wisst, wisst ihr Bescheid.
Die Poster in der Stadt, die auf andere Silent Hill Titel hindeuten, die Referenzen ans Original, die wirklich sehr schön dosiert eingesetzt wurden, die ganzen kleinen versteckten Hinweise, die man genau versteht, wenn man die Story von Silent Hill 2 kennt, das Wendecover der PS5-Version, das eine Anspielung auf das Original ist und, und. Für Bluebar war das Remake keine Auftragsarbeit. Es ist ein aufrichtiger, respektvoller Liebesbrief und das spürt man über die gesamte Länge des Spiels. Ist Silent Hill 2 Remake durchweg perfekt? Leider nicht. Ziehe ich es dem Original von 2001 vor? Wie schon erwähnt, leider nein. Aber dennoch bin ich der Meinung, dass die Aufgabe, eine moderne Adaption des Stoffs umzusetzen, wohl kaum in besseren Händen hätte liegen können als bei Bluebar. Es wäre ein leichtes gewesen, dieses Remake mit Ach und Krach zu versemmeln, aber Bluebar Team war mutig genug, sich dieser Aufgabe anzunehmen und sie wurden mit Liebe und Anerkennung der Fans belohnt. Ich würde mir wünschen, dass sie zukünftig an dem Born from a Wish DLC arbeiten. Das Original dauerte, wenn man es entspannt gespielt hat, so circa eine Stunde. Ich denke, wenn sie es schaffen, dies als ein 3- bis 4-stündiges Extra-Kapitel umzusetzen, würde das das Herz vieler Fans noch höher schlagen lassen. Aber das ist auch nur meine bescheidene Meinung, mich interessiert jetzt eure Meinung, also einmal damit ab unten in die Kommentare und wenn ihr noch mehr Silent Hill Content wollt, dann schaut euch mal auf dem Kanal um, ich verlinke euch hier auch irgendwo noch was, klickt einfach drauf, viel Spaß damit, bis zum nächsten Mal und gehabt euch wohl, cheerio!